Ja, ihr Lieben, willkommen zum ersten Angespielt-Video im neuen Jahr. Ja, irgendwann muss ich auch mal wieder anfangen mit Spielen. Ne? Bislang bin ich noch gar nicht dazu gekommen. Ich hatte immer was anderes zu tun. Es sind wieder schöne Sachen passiert. Mein Fernseher ist wieder über die Wupper gegangen. Diesmal scheint es aber das Netzteil zu sein. Ich weiß nicht, ob man es reparieren kann. Keine Ahnung. Im Moment, wie gesagt, habe ich keinen Fernseher, keinen Kontrollmonitor. Und zum Glück habe ich die Tutorial-Videos im Vorfeld schon erstellt. Ne? Also sonst hätte ich jetzt schon wieder so eine Geschichte, die mich aufhält. Ne? Von daher ist mir das eigentlich egal. Ich habe ja noch ein bisschen Reserve im Keller stehen. Falls das wirklich nicht mehr reparabel sein sollte, kram ich mir halt den nächsten raus. Mir soll es egal sein. Ne? Es geht immer weiter irgendwie. Okay, das nur am Rande. Womit werden wir uns heute beschäftigen? Ich schaue mir heute mal Luftrauser Z an oder Luftrausers, je nachdem, wie man es aussprechen mag oder will. Ne? Ein Spiel, was Ende letzten Jahres schon rausgekommen ist, aber bislang hatte ich echt noch keine Zeit gehabt, da mich darum zu kümmern, und deswegen werde ich das jetzt mal ein bisschen aufarbeiten, nachholen. Luftrauser Z soll ein Spiel sein, was ich quasi über Recherche rausgefunden habe, eine Art Portierung eines Android-Smartphone-Spieles aus dem Jahr 2014 oder sowas, exklusiv sozusagen umgesetzt für den C64 und vertrieben von RGCD, und zwar auf Modul, also Steckmodul. Die haben da irgendwie eine neue Modul-Hardware entwickelt, die wohl auch Highscore-Sachen zum Beispiel abspeichern kann. Also ist eine Art Flash-Chip drauf, und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, weil man könnte auch Spielstände zum Beispiel auf sowas übertragen. Ich glaube, Sam's Journey, das ist ein Spiel, was ich mir als nächstes auch noch vornehmen werde, wird ebenfalls auf so einem Modul ausgeliefert werden, und die ganzen Spielstände und sowas, ne, also kann man dann halt vom Modul laden oder auch drauf speichern. Ne? Das ist eine tolle Sache. So, was machen jetzt die anderen Leutchen, wie zum Beispiel ich? Ich habe ja jetzt nicht die Modul-Version, sondern ich habe mir natürlich die Download-Variante besorgt. Wir müssen natürlich in dem Fall die Highscore-Geschichten über Disketten realisieren. Also da liegt dem Download-Archiv eine virtuelle Diskette bei. Die kann man dann einbinden zum Beispiel oder übertragen am echten 64er. Ne? Da muss die halt im Laufwerk liegen, falls man seine Highscores speichern oder laden will. Ich würde sagen, ich bereite alles vor, lade das hier ein, und dann gucken wir uns das Spiel mal näher an. So, und da sind wir auch schon. Jetzt muss ich mal gucken, dass mein Joypad funktioniert. Und ich hoffe auch, dass die Lautstärke passt. Tja, also die Mucke macht auf jeden Fall schon mal richtig mächtig Dampf und Druck. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich versuche mal eine Taste zu drücken. Okay. Läuft das jetzt automatisiert ab oder muss ich jetzt einen Knopf drücken? Warte noch ein paar Sekunden. Links oder rechts lenken, passiert nichts, ich drücke mal einen Knopf. Ja, das sieht jetzt ein bisschen aus wie Wings of Fury, ne? Also so fast, also Flugzeugträger und so. Na, mal schauen. Also kill 5 fighters in one game, kill 30 enemies in total, score über 1000. Also wir müssen 5 fighters, was soll das sein? Andere Flugzeuge und enemies, sind das lokale 30? Naja. Was haben wir jetzt hier? Launch Hangar. Options ist Knopf drücken. Launch Hangar. Ich kann ja mal in den Hangar gehen. Okay. Kann man auch noch Waffen anscheinend aufrüsten. Captain Original als Original. Adjust Launch Control. Ich drück mal Adjust. Unterpunkte bei den Waffen auswählen, aber scheinbar ist das noch alles gesperrt. Also ich komme hier nicht weiter. Da kann man jetzt noch Result. Ja, und ich will mal Result. Okay, das sind die Highscores. Statistik. Sieht auch gut aus. Ich gehe mal wieder zu den Resultaten. In den Hangar.
komme ich hier wieder raus? Ich will noch nicht direkt launchen, oder? Naja, machen wir mal Launch. Wahrscheinlich war das auch nicht direkt der Start, sondern dieser Bildschirm zum Starten. Weil ich wollte noch in die Options gehen. Return to Game, Save to Disk. Ja, hier haben wir diese Geschichte. Abspeichern auf Diskette, abspeichern quasi, ne, diese Funktion. Und natürlich wieder laden. Na, und hier steht Hold Fire Buttons vor 3 Sekunden. Also, naja. Ich kann ja mal versuchen zu laden. Vielleicht habe ich hier da irgendwas noch drauf, was ich noch nicht weiß. Und jetzt fängt er auch an, da irgendwas nachzuladen. Aber er sagt Disk Error. Also da ist noch gar nichts drauf. Das ist jungfräulich, das Spiel. Na, ich habe es ja noch gar nicht ausprobiert und angetestet. Ja, was haben wir denn sonst noch so alles da? Show Titelscreen, da brauche ich ja alles gar nicht. Musik an, Soundeffekte an, Reset Game. Das will ich aber auch nicht. Also, wir gehen Return to Game. Und jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich mich da einfinde. Weil ich habe noch keine Ahnung, wie man das Ding steuert. Na, ich mache mal Launch. Oh. Oh, schießen ist Knopf drücken, ist klar. Aber. Oh, man muss hier. Das ist so ein bisschen wie bei Trust. Man muss gucken, dass man nicht abstürzt, ne, indem man hier hinten den Nachbrenner hier sozusagen zündet. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unübersichtlich, weil man nicht weiß, wie tief geht es da noch runter. Oh, der. Ha! Ah! Der hinterlässt sogar auf dem Wasser Spuren. Fantastisch. Ist das hier unser Flugzeugträger? Guck da gleich mal nach. Muss ja schon sein. Oder ist das ein anderes Kriegsschiff? Scheiße. Nee, ist ein anderes. Ist gar nicht von uns. Ach du Scheiße, jetzt bin ich gefreckt. Na, wunderbar. So. Mission completed. Ne, ich bin gar nicht gefreckt. Mission completed. Okay. Das ist ja sehr schön. Kann man jetzt nochmal bei den Statistiken gucken. Okay, wir haben 13 Flieger abgeschossen und wir sollten nur 10 oder sowas haben. Aber ich glaube 3 Fighter und irgendwie so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Dann gucke ich nochmal im Hangar, vielleicht kann man schon was freischalten, aber ist immer noch alles zu. Dann gehen wir wieder zum Launch, ne? Ja, was haben wir jetzt? Kill a boat. Also jetzt müssen wir noch ein Schiff umbringen, also zerstören. Umbringen, ne? Blöder Beschreibung, ne? Blöder Beschreibungsname, ne? Ich bringe ein Schiff um. Nein, also ihr wisst schon, was ich meine, ne? Zerstören. Müsste eigentlich Destroy stehen, glaube ich. Destroy a boat anstatt Kill. Ne? Aber okay, vielleicht hat der Platz da nicht hingepasst. Dann auch wieder Kill 30 Enemy in total. Okay, das sind irgendwelche Ziele, die man vielleicht im späteren Verlauf noch irgendwie erreicht. Weil im Moment haben wir das wohl noch nicht geschafft, sonst wäre da ein Zeichen anders, ne? Denke ich mal. Okay, jetzt müssen wir ein Boot abschießen. Mal schauen. Launchen. Ich weiß zwar nicht, wie das geht. So. Oh. Erstmal hier diese ganzen Dinger abwehren. Die uns hier um die Ohren fliegen. Ah, okay, man kann auch dauerhaft Feuerknopf drücken, wollte ich sagen. Ja, da hat es uns wohl zerstört. Killer Boat. Hat er überhaupt... Was hat er denn für Waffen? Hä? Hat er nicht irgendwelche Bomben oder sowas? Machine Gun. Das ist nur... Round Party, das ist Schutzschild sozusagen. Engine. Okay. Nee. Das ist nur Schutzschild. Hier ein Boot zerstören soll. Ha! Moment, was war das? Ich hab doch das scheiß Boot jetzt gerade getroffen, ne? Aha, aha. Also ich glaube, so langsam komme ich da so rein. Das war eben auch schon so eine Art Destroy, also Kill. Ne? Wir haben ein Leben verloren, aber da wir die Missionsaufgaben erfüllt haben, wird das halt nicht als als Abzug gewertet, sondern halt als Missions, ja, ich sag mal, ein Status, dass man den geschafft hat. Ne? Weil ich habe ja jetzt auch ein Boot abgeschossen und trotzdem fliege ich hier noch dumm rum. Und könnte jetzt hier, weiß ich noch, versuchen, irgendwelche anderen Fluggegner abzuschießen. Aber was mich viel mehr interessiert, ist mit dem Wasser hier. Kann da kurz untertauchen, oder was? Das ist ja unglaublich. Ui!
Ich habe gedacht, ich frag. Der titscht da wieder ab. Das ist ja der Hammer. Ich zerstieß nochmal ein Boot. Obwohl, das klappt jetzt anscheinend nicht mehr, oder? Jetzt ist es weg. Okay, super. Man muss also nicht auf das Wasser achten. Man kann gar nicht da versaufen, sag ich jetzt mal, ne? Ha! Das ist ja toll. Das ist gut. Gefällt mir. Oh, jetzt sind wir natürlich gecrasht. Ist auch egal. First Part habe ich jetzt erhoben. Was auch immer das sein soll, müssen wir bald mal gucken. Level completed. Sehr schön. Na, gucken wir mal in den Hangar rein. Jetzt habe ich hier irgendwas aktiviert. Slowturn by firing. Müssen wir mal ausprobieren. Scheint ja nun besser zu werden. So, Launch. Kill 3 Jets in one game. Also, okay. Kill 3 Enemy Teams in one game. Okay. Get a 10 Combo. Okay. Versuchen wir. Jetzt bin ich natürlich falsch. Falschen Knopf gedrückt, ne? Muss ja nach oben lenken. Ist ja doch geschafft. Mission completed. Unlocked. Ich habe wieder irgendwas unlocked. Jetzt gucken wir uns direkt mal an. Das ist ja ganz unten, ne? Very high speed slow boost. Was auch immer das sein soll. Super Boost. Alles klar. Kill 3 Jets in one game. Kill 3 Enemy Types in one game. Score über 2000. Okay, Level 2. Statistik mal an. 76 abgeschossen. Flugzeug, sehr schön. Die Frage ist überhaupt, gibt es überhaupt Leben hier? Kann auch sein, dass das hier die ganze Zeit so weitergeht oder so. Ich habe keine Ahnung. Einen machen wir noch. Na, wieder falscher Knopf. Muss ja hochlenken. Ja, wieso versaube ich denn jetzt? Tolle Sache. Und mal gucken, wie ich hier mal. Jetzt gehe ich tatsächlich mal mit dem Feuerknopf hier rein. Ich werde jetzt mal Save to Disk machen. Dann mal abspeichern. Und dann loaden wir das Ganze nochmal von Disk. Mal schauen, wo wir da sind. Aber immer noch Level 2. Also wird es nicht nur die Highscore speichern. Ich nehme an, dass der auch den Spielstand speichert. Aber das werde ich jetzt mal überprüfen. Ich werde jetzt einfach mal ein Reset machen. So, machen wir mal ein Reset. Jetzt laden wir das Ganze nochmal.
Ja, also er fungiert sozusagen nicht nur als Highscore-Safer, wie es da in dieser Textdatei drin stand, sondern er speichert auch den Rest, ne, wo man gerade steht. Das ist schon mal ganz gut, da kann man nämlich später dann weiterspielen an der Stelle. Max stand da gerade. Max, Mission completed. Ja, es geht doch weiter. Also zocken wir noch ein bisschen, ne? So, freigeschaltet kann man nichts. Wir wollen auch nicht dahin. Gehen wir weiter. Launch. 3 Jets in 1 Game. 3 Enemy Types in 1 Game. 5 Enemies. Boosting nonstop, ja. Was mache ich die ganze Zeit? Also ich nehme auch an, dass diese Hintergrundfarbe, also an den Rändern, die Randfarbe, Auskunft darüber gibt, in welchem Zustand man gerade ist. Also wie viel Treffen man quasi noch verträgt. Aber das ist jetzt nur Spekulation, ne? Weil wenn ich jetzt hier so hochfliege bis nach oben, passiert nichts, aber ziehe ich irgendwo gegen, ändert sich schnell der Rand. Und jetzt hier auch, wenn ich getroffen werde, ändert sich zwar dann auch schnell wieder zurück, aber ich glaube zu viele... Ja, Treffer darf man nicht einstecken, ne? Das ist eine Art Indikator. Ne? Ja, es wird natürlich dann immer schwieriger, ne? Ist auch klar, die Missionsziele zu erreichen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr lang anhaltendes Spiel sein kann. Also mit freischaltbaren Elementen und Goodies und sowas, ne, wo man sich immer weiter aufrüstet. Vielleicht wird auch irgendwie die Geschichte noch weiter erzählt, weil ich habe da irgendwas gelesen von Cutscenes, ne, die man sehen oder ansehen kann, wenn man sie einmal freigeschaltet hat. Das ist aber nur eine Vermutung. Ne. Aber ich nehme an, dass das sowas schon in diese Richtung geht, ein bisschen jedenfalls, weil dieses Spiel ja auf Modul ausgeliefert wird, also vom Prinzip her gar nicht auf eine Diskette passen würde. Ne? Also müssen das enorme Daten sein. Also vermute ich jetzt mal. Ne? Wenn man es voll ausnutzt, meine ich. Ja, was kann ich sonst sagen zur Steuerung? Es ist eigentlich relativ einfach, das zu erlernen. Sieht ein bisschen schwierig aus am Anfang, weil man muss sich so um diese, ja, wie nennt man das, 360-Grad-Rotiererei Steuerung, ne, indem man quasi nur in eine Richtung lenkt, dreht er sich ja. Er dreht sich ein bisschen langsamer, wenn ich schieße dabei. Ja, ansonsten ist er schneller. Ja, das muss man ein bisschen erlernen, das Gefühl dafür, das Gespür. Aber danach geht das eigentlich ruckzuck. Also wer mit Trust und solchen Spielen vertraut war, der kommt hier mit super easy zurecht, ne? Weil so schwer wie bei Trust ist das ja nicht. Na, also vom Prinzip jetzt her, ihr könnt ja auch nicht irgendwo gegenkrechen, so vom Prinzip. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Bei Trust, das war Katastrophe, ne? Das war ja, ich weiß auch nicht, man war mal immer noch ständig gegen am Lenken, ne? Dass der in die richtige Richtung überhaupt fliegt und irgendwas macht, was man will, ne? Oh, da kam gerade was Größeres. Oh, oh, schade. Ja, und so weiter und so fort. Ich würde mal sagen, ich beende von dieser Stelle aus jetzt dieses angespielte
Spielvideo sollte nun einen kleinen Einblick in das Spiel geben. Das ist ja nicht der Test oder irgendwas, der Test folgt später in der Digital Talk. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zu einem anderen Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao, ciao.